Willkommen zur nächsten Ausgabe des NOZ Video Live Chats. Auch ein bisschen später heute, weil wir so ein paar technische Probleme gerade erst lösen mussten. Aber jetzt sind wir Gott sei Dank alle in der Leitung. Zumindest war es gerade so und alle sind zu verstehen. Und ich hoffe, Sie können da draußen auch jetzt alle verstehen. NOZ Video Live Chat heute zum Thema Pflege, ambulante Pflege in erster Linie, aber auch der Bereich stationäre Pflege. Und meine Gesprächspartner heute in der Leitung und zugeschaltet sind einmal aus Melle. Ich darf begrüßen Dirk Tietz, den Leiter des Caritas Pflegedienstes aus Melle. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ein Büro weiter in Melle sitzt die weitere Gesprächspartnerin, Frau Marina Rechtin, Altenpflegerin. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Hallo, guten Tag. Genau, und dann haben wir auch eine Schalte zum Schöllerberg, zum Landkreis Osnabrück. Und da darf ich begrüßen Anja Fels, die Fachdienst. Bei allen anderen angekommen zu sein. Ich gebe mal rüber zu Frau Rechtin, Homeoffice als Altenpflegerin undenkbar, ne? Undenkbar, es ist gar nicht möglich. Ne, genau. Sie, über Ihren Arbeitsalltag werden wir gleich noch ein bisschen näher reden. Herr Tietz, auch Sie als Pflegedienstleiter aus Melle, Homeoffice, vielleicht am Wochenende, wenn Sie mal zu Hause sind. Sie müssen wahrscheinlich 24 Stunden erreichbar sein, ne? In der Tatsache ist das so, dass wir jetzt quasi Tag und Nacht erreichbar sind auf Leitungsebene, wobei wir schon die Möglichkeit zum Homeoffice haben, dadurch, dass wir mit Tablets arbeiten können und teilweise auch die Zugänge von zu Hause aus nutzen können, können wir zum Teil die Dienst- und Tourenplangestaltung auch durchaus von zu Hause machen. Okay. Gut, gehen wir mal ans Eingemachte und vielleicht fangen wir mal an mit dem Landkreis Frau Fels. Ich habe ja gemerkt in der Vorbereitung, immer wenn wir telefoniert haben, waren immer so on fire, ne? Krisenstab, eine Sitzung nach der anderen. Was können Sie uns aktuell zur Corona-Situation in den Pflegeheimen der Region sagen? Also aktuell würde ich jetzt sagen, gibt es noch wenige Heime, die tatsächlich betroffen sind. Wir haben tatsächlich erste, Sie können mich nicht verstehen, sehe ich gerade, erste betroffene Fälle in den Heimen. Sicherlich, aber momentan ist das noch überschaubar bei uns. Wir nehmen auch wahr, dass die Heime tatsächlich gute Vorkehrungen treffen und wir begleiten sie auch da sehr intensiv. Wir haben jetzt nochmal aktuell ein Team auch eingesetzt, das sich speziell um die Heime kümmern soll und die begleiten soll, was Infektionsschutz und so weiter angeht. Ja, ich würde jetzt gerne darauf reagieren, aber ich kann nur die Frage, ich habe nichts verstanden. Es tut mir leid, die Regie in Osnabrück, vielleicht könnt ihr irgendwas machen, dass ich auch Frau Fels verstehen kann. Herr Tietz und Frau Rechtin kann ich verstehen, aber Frau Fels, die Antwort habe ich gerade überhaupt nicht verstanden. Insofern, ja, Tja. kann ich da im Prinzip jetzt erstmal nur den Ball weitergeben ich kann auch nicht darauf reagieren, weil ich nicht weiß, was Sie gesagt haben. Frau Rechtin, als Altenpflegerin sind Sie im Moment unterwegs. Können Sie mal so ein bisschen Ihren Arbeitsalltag im Moment schildern? Läuft das, wie kann ich mir das vorstellen, immer mit einem mulmigen Gefühl, wenn Sie in die jeweiligen Haushalte gehen? Ja, schon. Also es ist ein anderes Arbeiten wie zu vor Corona-Zeiten. Schon alleine, weil die Patienten einfach gar nicht verstehen, dass wir jetzt mit Mundschutz kommen. Gerade die dementen Patienten verstehen es einfach nicht. Können Sie mich verstehen? Ich kann Sie verstehen, ja. Gut. Das ist schon mal was. Ja, genau. Und das macht das Arbeiten schwierig einfach, weil man halt auch Angst hat, weil es ja auch sein kann, dass man Überträger ist, ohne Symptome zu haben. Man geht immer mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit. Die Menschen, die Sie besuchen, die sind wahrscheinlich trotzdem natürlich sehr dankbar. Und können Sie mal so ein bisschen aus dem Arbeitsalltag schildern, mit welchen Sicherheitsvorkehrungen gehen Sie da rein? Ist Mundschutz Pflicht oder wie läuft sowas ab? Genau, wir haben Mundschutz als Pflicht, natürlich, genau wie diese Händedesinfektion. Es gibt viele Angehörige, die ihren Mundschutz besorgt haben oder auch selber nähen. Uns wird angeboten, vor Ort Hände waschen zu können, um auch da
das zu gewährleisten, eine Händewaschung durchzuführen und nicht nur eine Händedesinfektion. Ja. Also, aber Ihre Angst oder Ihre Befürchtung, irgendwo infiziert zu werden, ja, mit der müssen Sie leben. Das können Sie ja nicht einfach ausblenden, ne? Genau, mit der muss ich leben. Hm. Ja. Gehen wir mal rüber zu Herrn Tietz, Ihrem Chef. Ja, was können Sie für Ihre Mitarbeiter tun oder was an Höchstmaß, an Sicherheitsvorkehrungen, dass der ambulante Pflegedienst auch weiter betriebsfähig ist? Wichtig ist natürlich, dass Sie erstmal das nötige Hilfsmaterial, die Schutzausrüstung zur Verfügung stellen können, was immer mehr Probleme bereitet, wie in allen anderen Einrichtungen letzten Endes auch. Man versucht über viele Kanäle was zu erreichen oder auch zu bestellen, teilweise auch zu fast nicht mehr akzeptablen Preisen. Aber da führt jetzt erstmal kein Weg dran vorbei. Da ist der Mitarbeiterschutz das Wichtigste oder das Wesentliche, damit zumindest auf der Ebene ja erstmal alles getan ist für die Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich an der Basis auch ihren Dienst verrichten müssen. Sie sagen gerade also zu teilweise horrenden Preisen, was das Schutzmaterial anbetrifft. Wie geht sowas vor? Müssen Sie da ständig gucken oder wie läuft die Materialbeschaffung? Wie ist da der Alltag? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben zum Glück, wie die ersten Fälle in China aufgetreten waren, haben wir ein bisschen prospektiv schon Dinge bestellt. Ich sage mal, wenn Sie eine 50er-Packung Mund-Nasen-Schutz früher gekauft haben, haben Sie die vielleicht für 5 Euro bekommen, teilweise sogar noch günstiger. Im Moment liegen wir beim Stückpreis zwischen 70 Cent und 1 Euro, was natürlich ein Vielfaches dann des Preises von einer Packung ausmacht. Ich habe heute Morgen noch aktuell von einem Lieferanten eine Palette mit Mund-Nasen-Schutzmasken organisiert, die wir dann gleich wieder in 13, 14 Caritas-Einrichtungen verteilt haben, weil das noch ein recht akzeptabler Preis gewesen ist in diesen Zeiten. Aber das kann auch sein, dass Sie da weitaus mehr bezahlen müssen und sag mal, das sind so Kröten, die müssen Sie schlucken, weil ja, im Moment haben Sie kaum Möglichkeiten, da großartig Auswahlen zu treffen. Frau Fels, warum ist die Lage so dramatisch und so unübersichtlich, was die Beschaffung von Schutzmaterial anbetrifft? Naja, also zunächst einmal würde ich ganz gerne gerade stellen oder richtig stellen auch gerne, dass das natürlich Aufgabe des jeweiligen Betreibers ist, der jeweiligen Einrichtung Schutzmaterial zu besorgen. Das haben sie auch getan. Nochmal, ich habe ja gerade gesagt, dass unsere Heime, egal ob Pflegeheime oder auch Eingliederungshilfe, sehr gut unterwegs gewesen sind. Als Landkreis Osnabrück, und das ist eine Aufgabe, die der Krisenstab sich tatsächlich als erstes gesetzt hat, sind wir dabei tatsächlich auch über die Einrichtungen hinweg für alle, die Bedarf haben, dann auch etwas zu besorgen, etwas zu beschaffen. Nur genauso schwer, wie es für die Einrichtungen ist, an Material zu kommen, ist es natürlich auch für den Landkreis Osnabrück schwer, an Material zu bekommen. Gleichwohl lassen wir in unseren Bemühungen nicht nach. Wir haben alle Einrichtungen im Landkreis Osnabrück und auch in der Stadt Osnabrück angeschrieben mit der Bitte, uns den Bedarf zu kommunizieren. Welchen wöchentlichen Bedarf haben Sie, der wirklich unabweisbar ist und auch gedeckt werden muss? Wie sieht das aus mit den Lagerbeständen aktuell? Das sollten die Einrichtungen im Blick haben und uns dann tatsächlich melden, was sie noch benötigen, damit, sofern wir eine Charge bekommen, woran unser Krisenstab auch immer massiv arbeitet aktuell, die Bemühungen laufen wirklich fast rund um die Uhr, würden wir natürlich auch das verteilen. Das ist klar für Medizin und Pflege, das hat Frau Kepschul auch sehr eindeutig gesagt, versuchen wir, Material zur Verfügung zu stellen. Und damit meine ich dann tatsächlich auch die Eingliederungshilfe, weil auch dort ist ein vulnerabler Personenkreis, den wir natürlich besonders schützen müssen. Herr Tietz, Sie haben offenbar alles verstanden. Ich kann Frau Fels nach wie vor nicht verstehen, es tut mir leid. Sie haben zwischendurch genickt, können Sie noch irgendwas dem hinzufügen? Ja, da kann ich Frau Fels eigentlich nur zustimmen, dass der Landkreis halt diese zentrale Organisation mit übernommen hat. Diese Abfragen sind erfolgt. Es gab auch die ersten Angebote. Und natürlich ist das für die Kollegen aus dem Katastrophenschutzteam genauso schwierig wie für die einzelnen Einrichtungen, Dinge zu besorgen, weil sie auch kaum etwas irgendwie am Preis machen können oder auch letzten Endes auf bestimmte Lieferketten vertrauen müssen. Und das ist tatsächlich so, dass die Einrichtungen natürlich angehalten sind, erstmal für sich selber für Schutzausrüstungen zu sorgen. Dass sich das Ganze letzten Endes zu so einer Pandemie ausbreitet. Ich glaube, das war nur für wenige zu erahnen, ganz zu Beginn der Ausbrüche quasi in China und wie das langsam nach Europa rübergekommen ist. Herr Tietz, wir sind in Ihrem Bereich, im Bereich der Caritas Melle und natürlich auch regionsweite Caritas, alle Bereiche von der Corona-Krise beeinflusst. Bei Ihnen ist es die Tagespflege, Tagesbetreuung. Und Sie haben auch einen Aufnahmestopp im Seniorenzentrum St. Konrad Melle-Wellingen-Holzhausen. Das
gehört ja auch noch in den Bericht rein. Genau. Und Tagespflege und Tagesbetreuung liegt im Moment komplett brach und da passiert nichts, oder wie können wir uns das vorstellen? Genau, da gab es ja quasi eine Verfügung dazu, sowohl vom Landesministerium wie auch über den Landkreis mit dem Infektionsschutzgesetz, dass der Betrieb der Tagespflegeeinrichtung einzustellen ist. Das heißt, wir haben dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorübergehend freigestellt und halten uns aber optional offen, sie in anderen Bereichen einsetzen zu können. Angenommen, wir haben jetzt einen Ausbruch im Heimbereich, im stationären Bereich oder auch im ambulanten Bereich, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tagespflege dann umswitchen können. Ansonsten sind natürlich auch die Betreuungsgruppen eingestellt, um dort nicht noch ein notwendiges Infektionsrisiko schaffen zu können. Das ist insofern problematisch, weil auch dort wieder viele von den älteren Menschen, dass sie jetzt nicht unbedingt verstehen, warum diese Gruppenbetreuung oder ob die Tagespflege nicht mehr stattfinden können und alternativ vielleicht maximal eine Betreuung mit einem geregelten Personenstamm zu Hause dann als Alternative stattfinden kann. Mhm. Wobei, wenn ich das von wie vielen Leuten reden wir da, wenn wir bei Tagespflege, Tagesbetreuung sprechen, die regelmäßig da zu Ihnen gekommen sind? Also wir haben in zwei Tagespflegen jeweils 15 Plätze für die Tagesgäste und wir haben in einer Tagespflege tatsächlich eine kleine Gruppe für die Notbetreuung, weil dort halt auch das sogenannte systemrelevante Personal als Angehörige vorhanden ist und die keine andere Möglichkeit haben, quasi ihre Eltern quasi betreuen zu lassen. Und dort haben wir eine Kleinstgruppe mit zwei Personen in unserer Tagespflege in Bellingholzhausen. Genau, und die anderen sind im Moment alle zu Hause. Aber diese beiden Personen sind in der sogenannten Notbetreuung. Also das, ganz genau. Mehr dürfen das dann aber auch nicht sein, oder? Ich glaube, maximal dürfen sogar nur drei sein. Frau Fels müsste mich korrigieren. Ich habe die Zahlen noch nie nach oben mir angeguckt, weil es für uns einfach bislang noch nicht relevant war. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir die Erlasse und Vorgaben bekommen, ich habe mittlerweile meinen ersten DIN A4-Ordner voll, Frau Fels wird ein Vielfaches davon haben, aber es ist schon relativ schwierig, das immer alles zu sichten und dann eins zu eins auch umzusetzen oder auch bestimmte Kleinigkeiten, die sich nur verändern, immer wahrzunehmen und dann auch gleich wieder einzubauen in den Alltag. Hm. Gut, und die Angehörigen müssen dann, wohl oder übel, irgendwie zu Hause dann die Betreuung sicherstellen. Das geht nun mal in diesen Zeiten nicht anders, ne? Ganz genau. Ist ähnlich wie mit den Kindertagesstätten oder auch den Schulen, die ja vor den gleichen Problemen stehen letzten Endes. Aber bei uns haben die Kunden das durch die Bank wohlwollend aufgenommen. Und wie gesagt, die allermeisten konnten das auch gut akzeptieren und anscheinend auch umsetzen im häuslichen Bereich. Mhm. Gut, und der Aufnahmestopp Seniorenzentrum St. Konrad aus Ihrem Zuständigkeitsbereich. Ja, solange da sich die Lage nicht entsprechend entspannt, wird das auch erstmal die nächsten Wochen so bleiben, dass die dort keine neuen Bewohner aufnehmen können. Ne? Ganz genau. Auch da ist ja quasi ein Aufnahmestopp verhängt worden. Wir haben im Moment, in diesem Moment die glückliche Situation, dass wir zwei freie Zimmer haben. Somit konnten wir schon Vorkehrungen treffen, wenn es dort zu einem Ausbruch kommen sollte, dass wir halt einen Teil eines Wohnbereiches komplett als ISO-Station abtrennen können, um dort quasi auch die betroffenen Personen rauszuziehen aus dem normalen Pflegealltag und getrennt unterbringen zu können. Das erleichtert für uns natürlich das Organisatorische, wenn man in dem Moment so ein, zwei Räume als Puffer hat. Mhm. Es heißt ja immer oder ist auch immer zu lesen gewesen in den letzten Tagen, dass also trotz Aufnahmestopp, wenn ein Bewohner doch neu kommen muss aus irgendeinem Grund, wenn sichergestellt ist, dass er zunächst in eine 14-tägige Quarantäne gehen kann, das würde ja theoretisch gehen, oder bin ich da falsch informiert? Das würde theoretisch gehen, genau. Aber ist im Moment nicht unser Bestreben, um einfach nur diese Pufferplätze auch übrig zu behalten. Okay. Dieses Besuchsverbot in Pflegeheimen, funktioniert das? Halten sich alle da dran? Stoßen Sie auf Verständnis oder ist es doch manchmal schwierig, die Angehörigen? Weil ich habe zum Beispiel auch eine Frage gekriegt, so heute im Laufe des Tages, ist es denn nicht doch möglich, dass wenigstens ein Angehöriger für eine Stunde am Tag zu seinen Angehörigen ins Pflegeheim gehen kann? Da können Sie keine Ausnahmen machen, ne? Nein, also bei uns in Bellingholzhausen ist es tatsächlich so, dass es gut umgesetzt wird, dass die Leute klingeln können beziehungsweise gleich im Eingangsbereich abgefangen werden. Und auch bei den anderen Einrichtungen, wo ich heute die Schutzmaterialien verteilt habe, bin ich nirgendwo reingekommen, sondern musste erst den Weg über die Klingel gehen und erklären, was denn mein Anliegen da ist. Weil die Leute, die dann an der Zentrale Dienst getan haben, natürlich nicht wussten, dass vielleicht die Chefetage oder wer auch immer da auf eine Bestellung wartet. Also das war tatsächlich so, dass es alles abgeriegelt ist. Und das ist schon schwer zu verstehen. Das merken wir auch in der betreuten Wohnanlage, die wir hier vor Ort haben, dass immer wieder Diskussionen losbrechen. Ja, aber ich muss doch irgendwie die Wohnung säubern. Ich muss dieses, ich muss jenes, wo wir dann auch ganz klar sagen, das geht im Moment nicht.
Und wir versuchen das aufs Allernötigste der Pflegepersonen, die wirklich für die Pflege und vielleicht die absolute Grundreinigung, wenn es die eigene Angehörige ist, dann nochmal das Badezimmer sauber machen zu können. Aber es werden definitiv keine Fremdpersonen zugelassen. Und in den Heimbereichen halt schon mal gar nicht. Klar. Gut, und da schauen Sie natürlich auch sehr genau hin, Frau Fels, ne, beim Landkreis, ob diese Dinge auch eingehalten werden. Ich, ja, ich frage jetzt mal ins Blaue hinein. Ich würde mir wünschen, dass Sie meine Antwort jetzt verstehen können, aber da achten wir tatsächlich in der Tat drauf und nicht nur wir, sondern auch die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden und auch die Polizei achtet darauf, dass das tatsächlich eingehalten wird und sind bisher noch keine Verstöße da in dieser Hinsicht gemeldet worden. Aber es ist tatsächlich wichtig, dass auch die Bevölkerung das momentan ernst nimmt und darauf hört, weil gerade diese Personen, die Hochaltrigen und auch die Gefährdeten, die vielleicht eine Vorerkrankung haben in den Einrichtungen der Behindertenhilfe, die sind momentan der Infektion schutzlos ausgeliefert. Wenn wir in hoffentlich kürzester Zeit, in 14 Tagen oder in 4 Wochen, diesen Schnelltest haben, dann ist das sicherlich einfacher möglich. Wenn Sie dann den Zutritt in ein Heim haben möchten, lassen Sie sich im Vorfeld testen und dann können Sie gesichert zu Ihrem Angehörigen gehen. Momentan geht es darum, diese Zeit bis zu diesen Schnelltests tatsächlich zu überbrücken und die Leute zu schützen. Denn was passiert, wissen wir tatsächlich in Seniorenheimen beziehungsweise bei den Hochbetagten. Das haben wir gesehen in Italien und auch in anderen Bereichen. Wissen wir tatsächlich wissenschaftlich ja auch, dass die Sterblichkeit da sehr, sehr hoch ist. Und jetzt in dieser Zeit, wenn Sie es als Ferien von den Angehörigen ansehen, so leid mir das auch tut. Aber es ist momentan unerlässlich, um diesen großen Personenkreis tatsächlich zu schützen. Wenn ein Keim erstmal in oder dieser Virus erstmal in einer Altenpflegeeinrichtung ist, haben wir ein Riesenproblem, den tatsächlich auch einzudämmen in der Einrichtung. Das sollten wir mit aller Kraft versuchen zu verhindern momentan. Okay. Vielleicht daran anschließend noch, Herr Tietz, dürfen Leiter von Einrichtungen des betreuten Wohnens eigentlich den Bewohnern verbieten, für Spaziergänge das Haus zu verlassen? Ist das eine Grauzone oder was sagen Sie dazu? Meines Erachtens nach stellt es manchmal eine Grauzone dar, weil die Betreiber sind nicht gleichzeitig immer die Inhaber oder Wohnungsverwalter. Das geht häufig über Eigentümergemeinschaften, die dort dahinter stehen. Und wir mussten hier schon einige dicke Bretter bohren am Anfang, dass dieses Betretungsverbot auch tatsächlich akzeptiert worden ist. Man geht ja immer mit einem mulmigen Gefühl ran und hofft letzten Endes tatsächlich auf die Vernunft der Bewohner, die das eigentlich alle sehr gut mitmachen. Aber natürlich können sie dort nicht ausschließen, dass die eine oder andere Privatperson rausgeht, um ihren Einkauf zu tätigen. Das sind ja in erster Linie autonome Mieter, die sich auch bis hin zur Nahrungsmittelversorgung komplett ja selber versorgen und auch ihre Einkäufe selber tätigen. Wir können nur Einkaufsdienste anbieten, aber es nach hinten raus verbieten, zumal wir auch in den Abendstunden natürlich hier auch nur eingegrenzt da sind vom Pflegedienst her, ist dann natürlich schon relativ schwierig. Mhm. Ja. Die nächste Frage geht an Frau Rechtin vielleicht, was auch in den letzten Wochen immer wieder auch in unserer Berichterstattung von dem einen oder anderen Leser gefragt wurde. Ein ambulanter Pflegedienst kommt täglich zu mir nach Hause. Auf was muss ich besonders achten, um eine mögliche Virusübertragung zu verhindern? Wir haben am Anfang ja schon ein bisschen gesagt, sollte ich ihn überhaupt noch in meine Wohnung lassen? Ja, es muss ja, ich meine, sonst funktioniert die ambulante Pflege nicht, ne? Genau, das ist es nämlich. Es funktioniert nämlich gar nicht gehen. Gerade bei einer Pflege ist es nicht immer möglich. Deswegen bleibt mir nur die Sicherheitsvorkehrung wie Nasen-Mundschutz, Handschuhe und Händedesinfektion vor Ort. Hm. Gut, und die Hoffnung eben, dass, dass keiner angesteckt wird. Alles andere würde ja nicht funktionieren. Was passiert im Pflegeheim, ist die nächste Frage. Wenn ein Patient Symptome zeigt, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hinweisen, aber natürlich noch nicht getestet wurde, Herr Tietz, welche Kette müssen Sie dann im Grunde in Gang setzen? Können Sie uns das nochmal schildern? Ja, wir nehmen natürlich Kontakt zum Landkreis auf, zum Gesundheitsdienst, um den Fall dort zu schildern und dann gemeinsam zu besprechen, als wie ernst er einzustufen ist, und können natürlich parallel dazu gleich erste Vorkehrungen treffen, dass wir uns selber schützen, den Bewohner erstmal wie in einer Quarantäne schon behandeln und natürlich auch bestimmte Wege anfangen zu analysieren. Mit wem war der Kontakt da? Wer war wie lange, unter was für Voraussetzungen vielleicht im Zimmer, um das anschließend direkt mit dem Gesundheitsdienst schon besprechen zu können, um dann zu schauen, wer muss letzten Endes den Abstrich bekommen, wer ist gefährdet, wo ist es vielleicht noch zu tolerieren, weil der Kontakt vielleicht nicht lang genug war. Und das wird dann alles in Absprache mit dem Landkreis erfolgen. Mhm.
Gut, und wenn Sie dann solche Parallelfälle wie in Wolfsburg erleben und sehen, ja, das wünsche ich keinen Einrichtungsleiter, nicht, dass sowas passiert. Aber es ist wahrscheinlich bei dieser Risikogruppe, ja, da kann keiner die Hand für ins Feuer legen, dass sowas nicht auch in einem Haus hier in der Region passiert, ne? Nein, das kann keiner und das würde ich auch nie tun, weil Sie merken ja selber, auch wenn Sie täglich in den Medien schauen, wie schnelllebig die Veränderungen sind oder wie kurzweilig auch. Dann kommen die Fachleute, die Virologen wieder auf den Plan, die wieder was feststellen, wie sich das Virus verändern kann, wie lange es in der Luft vielleicht auch überlebensfähig ist. Und da können Sie ja immer nur quasi folgen und versuchen, noch wieder Anpassungen zu machen. Wie kann ich den Schutz noch verändern oder wieder anpassen, dass ich den Menschen wirklich gut schütze? Und ich sage zu meinen Kollegen auch, wir brauchen letzten Endes nur einen Mitarbeiter oder auch einen Bewohner oder einen Patienten. Und bei uns wird alles anfangen, auseinander zu driften, weil wir ganz viele Ketten auf einmal nachvollziehen müssen. Kontaktketten, was ich gerade schon gesagt habe, wer wie lange mit wem irgendwie in Kontakt war und wie nah war auch dieser Kontakt, um dann die nächsten Schritte einzuleiten und unter Umständen auch die ganzen Leute unter Quarantäne zu stellen. Und wenn Sie das dann so massiv haben, letzten Endes wie in Wolfsburg oder so, da ist wirklich keiner darum zu beneiden. Das ist sehr bedauerlich, aber ich würde zu unserer Einrichtung auch nicht ausschließen, weil das ist bei dem Virus, ja, ist alles möglich, sage ich mal. Klar. Können Sie vielleicht nochmal unsere Zuhörer und Zuseher so ein bisschen mitnehmen, welche Hygienemaßnahmen jetzt in der Corona-Krise speziell in den Pflegeeinrichtungen eingehalten werden müssen, was Sie da alles in den vergangenen Wochen auf die Beine gestellt haben, was völlig anders ist als in den Monaten zuvor? Sie müssen ja den sowieso eigentlich als Einrichtung einen Pandemieplan ursprünglich für die normale Grippewelle, für die Influenza aufrechterhalten. Der wurde dann angepasst quasi auf den Coronavirus und dann geht es darum, die Hygienemittel, die vorhanden sind, in jeder Einrichtung überprüfen. Sind die Mittel, die eingesetzt werden, wirklich alle virozid, sodass sie annähernd für den Keim oder für den Virus geeignet wären? Und dann müssen Sie die Mitarbeiter schulen, was teilweise über Online-Schulungen, die zusätzlich angeboten werden, stattfinden kann, weil natürlich auch wir treffen uns nicht mehr in Gruppen zu irgendwelchen Dienstbesprechungen oder so. Und dann müssen Sie vor allem das Material vorhalten. Und das natürlich prospektiv, dass Sie nach Möglichkeit keinen Leerlauf haben oder auch möglichst wenig erstmal den Landkreis vielleicht bemühen müssen. Haben Sie auch die Teams entsprechend, haben Sie so eingeteilt, dass wenn in irgendeinem Team ein Infektionsfall auftritt, dass der im Grunde schadlos rausgenommen werden kann und die anderen Einheiten arbeitsfähig bleiben? Oder wie ist das planerisch umzusetzen? Genau, Sie haben im Prinzip eine Vorabfrage, die gemacht wird für Mitarbeiter, die eventuell mit Infektionsfällen dann arbeiten können oder auch wollen. Das kann man mit den Mitarbeitern sicherlich aushandeln, auch ein Stück weit muss man sicherlich auch bestimmen, aber dass da relativ kurzfristig die Änderungen umzusetzen sind. Weil wenn Sie den Fall haben, die Bestätigung da ist, dann müssen die Räder ineinander greifen. Okay. Wir haben zum Beispiel auch vom ambulanten Dienst eine Abfrage gemacht unter den Mitarbeitern, die in den Touren unterwegs sind und haben quasi auch einen Plan B, dass wir verschiedene Patientengruppen zusammenlegen können oder auch mit den Angehörigen sprechen können, ob dort unter Umständen auch teilweise eine Versorgung von zu Hause aus gewährleistet werden kann, wenn wir auf einmal vielleicht gar keine Mitarbeiter mehr haben sollen. Also auf diese Fälle müsste man vorbereitet sein. Ja, wie läuft das denn ab? Wie kann man das denn? Das ist ja rein hypothetisch jetzt. Wir hoffen alle, dass das nicht eintritt. Aber wie geht es dann weiter? Sie haben ja im Prinzip von den Mitarbeitern, wenn Sie Mitarbeiter haben, die dann für die infektiösen Patienten zuständig sind, machen die letzten Endes nichts anderes mehr. Also wenn wir einen haben, dann würden wir einen Mitarbeiter abstellen und den ausschließlich diese eine Person betreuen lassen. Und das können Sie natürlich nur so lange machen, wie der überwiegende Teil auch noch gesund ist. Und ansonsten muss man wieder in Abstimmung mit dem Landkreis daran gehen, auf die Hygienepläne gucken, unter welchen Bedingungen vielleicht auch Mitarbeiter, wo eine Infektion schon zurückgelegen hat, die infiziert sind, die auch bestimmte andere Tätigkeit übernehmen können. Ähnlich angegliedert dem stationären Bereich oder dem Krankenhausbereich. Und das sind dann wieder Abstimmungsprozesse mit dem Landkreis, die ich hier auch in meinem Ordner vorbereitet habe, aber wo ich natürlich das erstmal ein bisschen weiter an der Seite liegen lasse, weil es im Moment noch nicht zutrifft. Aber ich muss es ruckzuck greifbar haben, wenn so ein Fall eintreten sollte. Okay. Gehen wir nochmal wieder rüber an den Schöllerberg, den ich nicht höre, aber Sie hören mich, Frau Fels. Ja, genau. Der Landkreis ist ja auch Pflegestützpunkt und Sie haben dort ja auch so eine Art Sorgentelefon, nenne ich es jetzt mal. Und die Leitungen laufen ja derzeit wahrscheinlich auch ziemlich heiß. Was können Sie mal so ein bisschen Einblicke geben? Welche Fragen liegen da den Anrufern im Moment am meisten auf den Nägeln?
Genau, also wir haben ja verschiedene Hotlines aktuell geschaltet. Die Anfragen waren anfangs auch bei 3.500 täglich Anfragen, die wir zu bedienen hatten, nicht beim Pflegestützpunkt, sondern bei unserer Hotline, 4x1. Dann auf unserer Info-Hotline, die allgemein zu Fragen auch noch beantworten, waren auch einige Anfragen noch gekommen. Und im Pflegestützpunkt laufen auch natürlich Fragen auf, insbesondere dann zur Pflege. Das heißt, immer die Frage ganz vorneweg, wie stelle ich die Versorgung zu Hause sicher, wenn der ambulante Pflegedienst nicht mehr zu mir kommt? Muss ich meinen Angehörigen tatsächlich schützen, indem ich den ambulanten Pflegedienst abbestelle? Die Tagespflegen, als sie geschlossen wurden, als die Allgemeinverfügung rauskam, riefen natürlich viele Angehörige bei uns an und fragten, was mache ich jetzt mit meinem Verwandten, was mache ich mit meinem zu pflegenden Vater, solche Fragen. Da haben wir darauf versucht einzugehen, haben unsere Kunden über Möglichkeiten informiert, wie Pflegezeitgesetz, dass ich bestimmte Tage im Jahr tatsächlich auch in den Urlaub gehen darf, Verhinderungspflege, welche Möglichkeiten es gibt, Entlastungsbetrag auch nochmal für Pflege, übernehmende Angehörige, welche Möglichkeiten sie da haben, vielleicht auch den nächsten Angehörigen zu Hause zu pflegen. Und man muss sagen, wir haben noch eine weitere Maßnahme versucht, auf die Beine zu stellen. Das ist die Einbindung von ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfen. Auch dort versuchen wir zu vernetzen, sodass man irgendwie die Pflege zu Hause dann auch gemanagt bekommt. Ein ganz großes Thema bei uns im Pflegestützpunkt war in der Tat das Besuchsverbot in den Heimen. Das ist so. Da kamen auch Anmerkungen so nach dem Motto, viele Angehörige und auch die Pflegebedürftigen wünschen sich doch selber zu entscheiden, sozusagen über Leben und Tod. Ich möchte, dass mein Angehöriger mich besucht und nehme in Kauf, dass dann der Virus mit ins Heim getragen wird. Da muss ich sagen, das können wir als Landkreis, selbst wenn wir es wollten, leider nicht zulassen, weil es natürlich die Weisung, die fachaufsichtliche Weisung aus Hannover vom Sozialministerium gegeben hat. Und unsere Allgemeinverfügung das auch übernommen hat und wir auch im Übrigen dahinter stehen, weil es geht nicht nur um den Einzelnen, sondern es geht um die Gemeinschaft in dem Heim. Und wir müssen wirklich jeden nach Möglichkeit vor diesem Virus schützen. Das ist so unser Drängstes. Dann kamen noch Fragen, was passiert tatsächlich mit der hauswirtschaftlichen Versorgung, die Pflege bei meinem Vater, bekomme ich noch hin auch zu Hause? Was passiert aber mit Einkaufen? Gibt es da eventuell Dienste, die ich nehmen kann? Da verweisen wir schon auf hauswirtschaftliche Dienste, die wir haben. Wir haben übrigens auch von ambulanten Pflegediensten Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen im Pflegestützpunkt. Wir haben alle gebeten, uns freie Kapazitäten zu melden, weil ja auch tatsächlich Angehörige gesagt haben, bitte nein, der Pflegedienst soll nicht mehr zu uns kommen. Ich habe Angst, dass sich mein Vater, meine Mutter ansteckt. Diese freien Kapazitäten vermitteln wir im Pflegestützpunkt auch hin zu tatsächlich denjenigen, die darauf angewiesen sind. Das ist das, was aktuell so im Pflegestützpunkt und tatsächlich auch auf der Corona-Hotline aufploppt. Okay, Herr Tietz, Sie haben zugehört. Bei Ihnen wird ja das Telefon auch nicht stillstehen. Das ist wahrscheinlich das, was, können Sie bestätigen, was Frau Fels gesagt hat, nehme ich mal an. Genau, Frau Fels sprach gerade an, dass die hauswirtschaftlichen Versorgung natürlich schon sehr stark nachgefragt sind, auch wenn die Pflege vielleicht im häuslichen gewährleisten ist, aber häufig an hauswirtschaftlicher Unterstützung, die am Einkaufsdienst fehlt und dass man versucht, das über den Pflegestützpunkt ein bisschen zu kanalisieren, dort auch freie Kapazitäten erfasst werden. Und genauso ist es bei uns natürlich auch. Wir haben durchaus Kunden, die die Versorgung absagen, weil einfach eine gewisse Angst da ist, sich irgendwie infizieren zu können an den Mitarbeitern, die dort vorbeikommen. Und dadurch werden Kapazitäten frei und wir können sie an anderer Stelle wieder anbieten. Und für den Raum Melle spricht nochmal auch dafür, dass zum Beispiel über das Ehrenamtsbüro auch quasi Einkaufsdienste über Ehrenamtliche organisiert werden und dort auch die Fäden alle so ein bisschen zusammengeführt werden, sodass man, wenn man an verschiedenen Stellen anfragt, entweder bei der Stadt Melle oder über den Pflegestützpunkt oder bei den Diensten selber, dass man dort eigentlich zumindest Antworten kriegen kann, wer kann mir denn weiterhelfen und wer hat vielleicht auch noch freie Kapazitäten, um vorbeizukommen. Okay. Vielleicht daran anschließend noch eine Frage, die uns auch erreicht hat. Da schreibt jemand, ich bin vorerkrankt und in der Pflege tätig. Darf ich zum Selbstschutz der Arbeit fernbleiben? Schwierige Frage wahrscheinlich, was der Arbeitgeber dazu sagt, oder? Auch da gibt es letztendlich Regelungen, wenn das Vorerkrankungen sind, die zum Beispiel das Immunsystem oder das Atemwegssystem betreffen,
dann muss man das kommunizieren und da gibt es auch Möglichkeiten, um diese Leute sicherlich auch zu schützen und dann auch gegebenenfalls aus dem Dienst rausnehmen zu können. Mhm. Dann setzen wir mal Fragerunde weiter fort mit Fragen, die uns erreicht haben in den letzten Tagen. Wie sollen sich Pflegekräfte außerhalb des Krankenhauses oder Pflegedienstes verhalten, wenn sie mit Corona-Verdachtsfällen oder infizierten Patienten zu tun hatten? Ja. Herr Tietz. Auch da ist ja die Frage, beziehungsweise gibt es Ablaufpläne auch in den Einrichtungen, wo ich in bestimmte Kategorien eingeteilt werde, unter was für Voraussetzungen ich mit Verdachtsfällen Kontakt hatte oder auch mit Infizierten und wie ich dann weiter vorzugehen habe letzten Endes. Das hängt von der Kontaktdauer ab. Bin ich geschützt gewesen, bin ich ungeschützt gewesen? Und wenn ich letzten Endes selber ein Verdachtsfall bin, auch dann die Empfehlung, vorsichtshalber den Kontakt über den Hausarzt zum Gesundheitsdienst aufzusuchen, dass man dort zumindest eine Empfehlung bekommt oder auch eine Antwort bekommt, wie die weitere Vorgehensweise sein kann. Mhm. Dann eine weitere Anfrage, ich lese mal vor, wahrscheinlich geht das auch wieder in Richtung Herr Tietz. In der letzten Woche habe ich etwas in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte abgegeben. Durch die verschlossene Tür sah ich eine Pflegekraft, eine Patientin und die Geschäftsleitung. Niemand trug einen Mundschutz. Die Geschäftsleitung öffnete mir die Tür. Ich legte die angeforderte Sache ab. Wir blieben auf Abstand. Verwundert fragte ich dann, warum niemand mit Schutz arbeitet. Die Antwort, da hätten Sie mal die neue Verordnung bis zum Ende lesen sollen. Wir sind davon ausgenommen. Woran kann ich als Laie erkennen, welche Häuser dieser neuen Verordnung unterliegen? Kann es diesen Fall tatsächlich gegeben haben? Also gehen wir mal davon aus. Gibt es tatsächlich noch Häuser, die von der Verordnung ausgenommen sind, Herr Tietz, Frau Fels? Also wüsste ich nicht. Nein. Frau Fels, kann eigentlich nicht sein. Nein, aber es gibt ganz klare Hinweise zum Tragen von Mundschutz und was weiß ich, Kitteln und Handschuhen. Die sind auch über die Seite des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes kommuniziert worden. Wir haben die auch in die Pflegelandschaft und in die Eingliederungshilfe geschickt. Also eigentlich weiß jeder genau, was er zu tun und zu lassen hat. Man kann der Dame dann vielleicht nur vielleicht empfehlen, dass sie ihr Anliegen vielleicht nochmal an Sie weitermeldet, Frau Fels, und dass man da nochmal schaut. Mehr können wir da ja so im Moment nicht tun. Genau. Dann kommt eine Anfrage von einer F. Schneider, Herr oder Frau. Ich lese mal vor. Unser Sohn ist nach einem Verkehrsunfall geistig und körperlich behindert und lebt deshalb in einem Wohnheim. In dem Fall, dass ein Mitbewohner oder er selbst an Covid-19 erkrankt, beziehungsweise wenn er Krankheitssymptome zeigt, möchten wir ihn nach Hause holen. Was passiert dann mit seinem Wohnheimplatz, den wir ihm natürlich erhalten möchten? Zurück wird er nicht so schnell kommen können, denn dafür bräuchte es eine 14-tägige Quarantäne, die im Wohnheim nicht möglich ist, weil er nicht in der Lage ist zu behalten, dass er in seinem Zimmer bleiben muss. Zahlt der Landkreis aufgrund der besonderen Lage seinen Anteil an den Wohnheimkosten erstmal weiter? Na, jetzt geht es natürlich sehr ins Eingemachte. Oder verliert er damit sein Zimmer im Wohnheim? Ist wahrscheinlich auch im Moment in der Kürze der Zeit in Gänze nicht zu beantworten, Frau Fels. Ne? Also da würde ich tatsächlich darum bitten, dass diese Fragen direkt an mich adressiert werden, beziehungsweise an die Abteilung Eingliederungshilfe, dass wir da bilateral in diesem Einzelfall drüber sprechen können. Da müssen wir uns die Situation tatsächlich ansehen. Da kann ich jetzt, da würde ich um Verständnis so pauschal zu einem Einzelfall tatsächlich nichts sagen. Und dann haben wir eine weitere Frage von Elke Struck-Haselig. Ich darf auch mal vorlesen. Hallo, ich bin wie gelähmt. Mein Sohn lebt in einer Einrichtung in Bad Lahr. Er ist körperlich und geistig behindert. Er lag auf Verdacht mit Coronavirus in der Klinik am Harder Berg. Ich durfte nicht hinein. Keiner wusste dort, was zu tun ist, weil er... Ja, das ist alles ein bisschen... Warte mal. Es ging alles nur übers Telefon. Ich gab Tipps, was sie tun können. Also... Die Mutter hat den Pflegekräften Tipps gegeben beim Umgang mit ihrem Sohn, weil er sich halt entsprechend nicht artikulieren konnte. Für mich als Mutter ein Zustand, der überhaupt nicht ging und natürlich sehr an die Nerven ging. Jede Stunde dort angerufen hat sie, darüber schrieb die Zeitung nicht, was man durchmacht. Gut, wir haben jetzt auch heute das erste Mal von diesem Fall erfahren. Wann darf ich mein Kind wiedersehen? Er versteht doch nicht, warum ich dort nicht hineinkommen kann.
ja, schwierig jetzt da eine Antwort zu finden, aber was kann man der Mutter raten oder sagen? Tja, also das ist in der Tat die Situation, dass wir auch in den Krankenhäusern das Betretungsverbot haben. Das ist richtig, so wie die Mutter den Sachverhalt auch geschildert hat. Das ist emotional momentan für uns alle einfach eine riesen Krisensituation. Dessen muss man sich bewusst sein. Nochmal, ich würde dann tatsächlich doch dafür plädieren, dass man nochmal mit der Station oder mit wem auch immer, ich weiß jetzt nicht, wo der junge Mann gerade ist, spricht, ob man nicht die neuen Medien, die Technik nutzen kann, dass sie zumindest mit ihrem Sohn auf eine Art, die digitale Medien unterstützt, skypen oder wie auch immer, einmal sprechen kann. Alle Verabredungen, die dort getroffen werden, das kann ich jetzt nicht beurteilen, inwiefern die Beeinträchtigung bei dem jungen Mann da vielleicht zu führt, dass er das auf digitale Medien nicht mitbekommt, sondern dass er die Nähe von seiner Mutter braucht. Das muss man tatsächlich auch bilateral mit der Station, wo der junge Mann liegt, besprechen. Herr Tietz, Sie haben auch gerade noch mal Luft geholt zu einer Antwort. Können Sie dem auch noch was hinzufügen? Genau, ich sehe das eigentlich ähnlich wie Frau Fels oder wie es auch gerade im stationären Altenpflegebereich durchaus gemacht wird, dass man mit den digitalen Medien noch mal versucht, auch Kontakte aufrechtzuerhalten über Videotelefonie, über Chatfunktionen, wie auch immer. Und das wäre natürlich auch eine Option, die man sicherlich im Krankenhausbereich in Ausnahmefällen anstreben könnte, dass man zum Beispiel auch Pflegesituationen, wenn es wirklich so spezielle Pflegesituationen sind, einfach online überträgt und dass die Mutter sehen kann oder auch Tipps geben kann in dem Moment, wie ist in dieser Situation mit meinem Sohn quasi umzugehen oder was wäre vielleicht hilfreich, was könnten die Pflegekräfte auch anfragen. Frau Rechtin, vielleicht abschließend nochmal in Ihre Richtung. Es wird ja jetzt immer fleißig applaudiert. In vielen Städten ist es auch immer ein gutes Ritual, abends um 21 Uhr nach draußen zu gehen, auf dem Balkon, an den Fenstern, und dann wird symbolisch applaudiert für die Pflegekräfte. Minister Heil hat in den letzten Tagen, finde ich, es einmal schön auf den Punkt gebracht, die Pflegekräfte brauchen mehr als Applaus und Messi-Schokolade. Wie sehen Sie denn das Ganze? Der Applaus tut sicherlich gut in dieser Phase, aber die höhere Bezahlung wäre schöner, ne? Genau, natürlich tut sowas gut, Anerkennung zu bekommen und dass man merkt, dass die Leute wirklich zu schätzen wissen, was wir leisten, aber dennoch reicht es nicht aus. Das heißt, also es muss im Grunde auch ein Umdenken jetzt in Gang treten, dass nach der Corona-Krise auch über eine bessere Vergütung der Pflegekräfte geredet wird, konkret, ne? Auf jeden Fall. Ist ein Wunsch von Ihnen auch, natürlich, oder? Natürlich. Ja. Herr Tietz, das können Sie nur unterstützen, oder? Unterstütze tue ich das auf jeden Fall, wobei ich natürlich für uns auch sagen kann, dass wir nach dem AVR-Tarif der Caritas bezahlen und der Tarif relativ weit oben oder ziemlich weit ganz oben angesiedelt ist, wenn es um die Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. Aber natürlich ist das kein Vergleich dazu, was ja manchmal vielleicht noch geleistet wird im Alltag. Und wenn man das jetzt sieht, was die Berufsgruppe imstande ist zu leisten, dann kann man schon generell darüber nachdenken, ob sich da tariflich nicht auch gerade mal was ändern müsste oder auch, dass die Dinge anders vergütet werden, wie sie vielleicht im Moment getan werden. Das kann man nur unterstützen, diese Idee. Wobei der Zeitpunkt jetzt natürlich sehr ungünstig ist, das während der Krise zu machen. Aber es sollte auf keinen Fall anschließend in Vergessenheit geraten. Und dass man sich anschließend nochmal daran erinnert, wenn alles vielleicht irgendwann mal wieder in den Alltag übergeht. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, um da vielleicht nochmal auch laut und mit Nachdruck drüber nachzudenken, wie wir quasi diese Tarifsysteme in der Pflegelandschaft und auch in der medizinischen Landschaft verändern können. Aber gut, das wäre jetzt sicherlich zu weit vorgedacht, wenn man da jetzt schon konkret drüber redet. Ein Wunsch von Frau Rechtin ist es auf jeden Fall, dass das muss man so mitnehmen. Ich meine, dieser Beruf, da reden wir ja nicht erst seit Corona drüber, dass der Beruf des Kranken- und Altenpflegers von der Attraktivität her, der Nachwuchs kommt ja nicht hinterher. Nicht? Also es gibt ja auch Nachwuchsprobleme. Nicht? Woran liegt das? Nicht? Weil der Beruf auch finanziell nicht so attraktiv ist. Das ist ja nach wie vor so. Ne? Ja, das kann man wohl so sagen. Wir haben natürlich auch weniger Auszubildende, vielleicht in früheren Jahren auch. Und jetzt hat sich ja nochmal die Form der Ausbildung eigentlich geändert zum 1.4., was ja jetzt im Moment, wo der Virus den ganzen ja auch so ein bisschen das Bein gestellt hat, sage ich mal. Aber auch da erhoffen wir uns natürlich davon, dass die Ausbildung schon ein Stück weit attraktiver wird, um auch wieder mehr junge Leute dafür begeistern zu können. Weil wir haben dann in den einzelnen Einrichtungen, dadurch, dass wir einen höheren
Wechsel der Auszubildenden haben natürlich auch nochmal Gelegenheit zu zeigen, was eine Einrichtung zustande ist, ja, leisten zu können, um die Leute vielleicht neugierig auf den eigenen Betrieb zu machen, dass sie vielleicht nach der Ausbildung da bleiben oder vielleicht auch dann eher mal bereit sind, den Arbeitgeber zu wechseln. Das müssen wir dann abwarten in Zukunft. Okay. Frau Feld, Sie haben ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt bei meiner letzten Bemerkung. Warum? Also das ist tatsächlich eine kritische Infrastruktur, die Pflege. Das muss man ganz klar so sagen. Und der Landkreis Osnabrück akzeptiert die Tarife bei den Pflegesatzverhandlungen, wenn es um die Heime geht. Herr Tietz wird das auch wissen, der wird das sicherlich auch bestätigen können. Das ist mir extrem wichtig. Anders als noch vor Jahren, wo wir auch als Kostenträger versucht haben, runter zu verhandeln, sagen wir jetzt, bitte bezahlt eure Leute so, dass sie vernünftige Konditionen bekommen. Was mir aber wichtig ist an der Geschichte, es ist gar nicht unbedingt immer nur die Bezahlung, die im Fokus stehen sollte. Ein Auszubildender in der Pflege, Herr Tietz muss sich sonst für die Caritas eventuell korrigieren, verdient um die 1.000 Euro, ich meine sogar leicht über 1.000 Euro im ersten Lehrjahr schon. Also bei den Auszubildenden und auch hinterher bei den Fachkräften und Hilfskräften, würde ich sagen, sind wir auf gutem Weg. Was wichtig ist, sind die Arbeitsbedingungen. Und das ist das Elementare. Das heißt, diese Verlässlichkeit, dass ich das Wochenende frei habe und nicht auf den Tag zurückgerufen werde von wem auch immer, du musst jetzt an diesem Wochenende wieder eingesetzt werden. Die Verlässlichkeit ist nicht da. Das heißt, Sie können Beruf und Familie oder auch Privates nicht voreinander bringen. Herr Tietz muss das vielleicht gleich nochmal Richtung Herrn Alberti kurz einmal übersetzen. Aber das ist das Eigentliche, wo wir auch als Landkreis versuchen, schon seit geraumer Zeit mit den Pflegeeinrichtungen dran zu arbeiten. Und das ist natürlich jetzt momentan in einer Phase, wo wir diesen Covid-19-Virus auch noch haben, extrem schwierig, daran etwas zu verändern. Ich würde fast sagen, das ist aussichtslos in der jetzigen Situation. Aber das ist etwas, was wir dringend angehen müssen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sodass man wirklich auch Spaß daran hat, Pflegekraft, egal ob Hilfskraft oder Fachkraft, zu sein. Herr Tietz, vielleicht kurz in die Richtung einmal zu Herrn Alberti fragen. Ich gebe das noch einmal an Herrn Alberti weiter. Frau Feld sprach von den Arbeitsbedingungen in den einzelnen Einrichtungen. Und ich sage mal, da sind die Einrichtungsleitungen oder auch die Träger natürlich ihres Glückes Schmied ein Stück weit. Und Frau Fels betonte, dass der Landkreis Osnabrück gerade im stationären Bereich eigentlich den Forderungen Folge leistet in den letzten Jahren und auch sagt, wir sind durchaus bereit, etwas mehr Gelder für den stationären Bereich zu bezahlen. Aber geht ihr bitte auch vernünftig mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um. Und das ist sicherlich was, was wir in allen Bereichen da auch nochmal uns vornehmen müssen. Da, wo es vielleicht noch nicht so passiert, noch um einiges mehr, dass man ja einfach ein menschenwürdiges Miteinander pflegt und den Mitarbeitern wirklich ihre Freizeit zugestehen kann auf Dauer und sie vielleicht nicht in der Freizeit immer wieder informieren müssen. Es gibt da einen Dienst, der ist unbesetzt, du musst wieder einspringen. Und das ist im Moment schon recht schwierig, weil wir jetzt natürlich wirklich auf Kante genäht sind. Und jetzt kommt der Virus dazu und was ich vorhin schon sagte, wenn Ihnen jetzt ein, zwei Personen wegfallen, dann wird das Ganze kritisch. So, und im Prinzip kommt der Virus zu früh für unsere guten Bemühungen, die vielleicht im Hintergrund laufen. Oder man kann sagen, wir haben nicht rechtzeitig genug anzufangen, die Veränderungen irgendwie anzustreben. Wird auf jeden Fall ein Thema bleiben, was uns in den nächsten Wochen und Monaten noch beschäftigen wird. Ja, vielleicht abschließend, es ist vermutlich Kaffeesatzleserei, Frau Fels, aber Ihre Prognose, wie werden wir die nächsten Wochen erleben? Haben Sie vielleicht für unsere Zuseher da draußen irgendeinen Hoffnungsschimmer? Also ich habe den Hoffnungsschimmer, sage ich ganz ehrlich, dass wir zu diesem Schnelltest kommen, den wir unbedingt brauchen, egal ob es ein Pflegeheim oder auch ein anderer Arbeitgeber, ein Einkaufsmarkt oder wie auch immer ist, damit die Personen, die Zutritt bekommen, insbesondere auch zu den Personen, wofür wir das Ganze mit dem Schutz, mit diesem Nachgehen auch gerade aktuell tun. Das heißt, wir versuchen ja, die Kontaktpersonen ausfindig zu machen, eben dass der Virus nicht breiter gestreut wird, dass das Früchte trägt und dass wir dann schneller agieren können und sagen können, du bist gerade positiv, dich ziehen wir aus dem Verkehr, du bist negativ, du darfst dich weiter um die Altenpflege kümmern. Das brauchen wir, glaube ich, in einem ersten Schritt und dann irgendwann diesen Impfstoff oder die Medikamente. Und so lange müssen wir, glaube ich, gleichwohl immer noch auch bei der jüngeren Bevölkerung mit Einschnitten leider leben. Okay, ich nehme das mal als Schlusswort, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Ich denke aber mal, dass wir uns in dieser Zusammensetzung durchaus, je nachdem, wie sich die Situation weiterentwickelt, in den nächsten 14 Tagen vielleicht nochmal wieder in einem Live-Chat wiedersehen und dann auch nochmal über den aktuellen Stand, was da draußen läuft, sprechen.
Vielen Dank, Frau Rechtin, vielen Dank, Frau Fels, vielen Dank, Herr Dietz. Ich hoffe, dass draußen alles angekommen ist. Für einen Moderator, der teilweise im Blindflug unterwegs ist, ist es manchmal ein bisschen schwer, wenn das so rüberkam, dann tut es uns leid. Aber ich glaube, untereinander haben Sie sich da zumindest verstanden. Und wir konnten die eine oder andere Frage auch der Leserschaft hier gut beantworten. Vielen Dank und ja, was soll man sagen? Bleiben Sie gesund und tschüss. Tschüss. Genau. Tschüss.